Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen auch im neuen Jahr zu der Webinarreihe Indexanalyse nach der Perlentauchenmethode mit dem Agina Trader. Da bei diesem Thema natürlich dann auch wieder mit Carsten Berger. Ich freue mich. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Wir machen wie immer mit dem Risikohinweis weiter, auch in diesem Jahr. Dient dieses Webinar nur zu Schulungszwecken, auf gar keinen Fall als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist und bleibt ganz wichtig. Gut, dann, lieber Carsten, nochmal offiziell guten Abend. Ich freue mich, dass wir die Webinarreihe auch in diesem Jahr zusammen wieder fortfahren können. Und ja, ich übertrage jetzt mal den Bildschirm. Wünsche natürlich viel Erfolg, aber auch viel Spaß. Okay, danke Nelson. So, dann werde ich mal den Bildschirm auswählen, den ich übertrage. Das ist der, den wollen wir nicht. Also Agina Trader ist momentan zu sehen, aber wahrscheinlich nicht dein Ja, Hauptbildschirm, ne? wir fangen erstmal mit dem kleinen Pamphlet an zur Einleitung. Wahrscheinlich genau hinter dem AT versteckt. Genau, jetzt sieht es schon anders aus. Jetzt können wir den nehmen. Super. Okay, dann auch von meiner Seite aus herzlich willkommen zum ersten Webinar 2020. Es gibt eine kleine Änderung. Ich habe das schon gemerkt. Wir machen das jetzt immer im Wechsel. Also es ist einmal, diesen Monat ist es mit FX Flat und nächsten Monat im Februar ist es dann mit CapTrader und so wechseln wir uns halt durch das Jahr immer wieder ab. Das heißt also, wer jetzt hier bei FX Flat ist und mich im Februar sehen möchte, der muss dann halt auf meinen Link auf meiner Homepage klicken und sich dort ebenfalls anmelden. So kriegt ihr halt immer jeweils abwechselnd die Anmeldung und die Hinweise fürs Webinar. Andererseits, unabhängig davon, die Aufzeichnung seht ihr auch bei den jeweils bei FX Flat oder bei CapTrader oder bei mir auf der Homepage oder in meinem YouTube-Kanal. Also gar kein Problem. Ihr werdet trotzdem die Webinare erhalten. Kurz und knapp zu mir. 52 Jahre alt bin ich, Diplom-Verwaltungswirt, habe ich mal gelernt und lebe in Rangsdorf, 10 Kilometer südlich von Berlin. Bin gebürtiger Berliner, hört man wahrscheinlich auch. Und ja, das Restliche könnt ihr ja lesen. Da brauche ich jetzt nicht groß drauf eingehen. In den anderen Webinaren habe ich das auch schon vorgestellt. Wir wollen ja heute Indizes und so weiter analysieren. Was ist eigentlich heute mit dem PowerPoint los? Also ist auch schön, da wechselt die Seite nicht. Auch gut. Das ist schön. Also haben sie wahrscheinlich ein Update gemacht und haben mich nicht informiert. Dann machen wir es anders. So, dann machen wir es so. Was erwartet euch in diesem Webinar? Also ich werde kurz darauf eingehen, was die Perlentauchen-Strategie eigentlich ist, warum ich die Indexanalyse überhaupt betreibe und natürlich auch, warum Branchenanalyse so sinnvoll ist in diesem Bereich. Und dann werfen wir einen Blick auf die Indizes und neu ist auch, dass wir einen Blick auf meine aktuelle, gerade heute erstellte Watchlist legen. Und dann könnt ihr gerne auch noch ein, zwei eurer Aktien mir hier zuschicken, einfach in den Chat reinschreiben und dann werde ich wieder einen Blick drauf werfen. Okay. Was ist die Perlentaucherstrategie? Das, im Endeffekt ist es das, was als am Ende einer Analyse rauskommt, die sogenannte Perle. Ist es im Endeffekt zu finden über die Indexanalyse, dann die Branche sich anzuschauen und dann letztendlich die Aktie zu finden, die die stärkste in der Branche ist oder im Index, je nachdem, und diese dann auch nach einem bestimmten Setup zu handeln. Man muss sich das so vorstellen, man geht durch die Indizes und wahrscheinlich habt ihr alle eine Warta-Aktie verfolgt, die war ja jetzt noch in den Schlagzeilen, weil sie ja Mitglied im MDAX ist und dort schon jede Menge, sagen wir mal, das, was sie an Performance hingelegt hat, wieder abgegeben hat, nach schlechten Nachrichten.
Und nichtsdestotrotz kam die ja von ungefähr 20 Euro und hat bis 130 ungefähr performt. Und die Frage, die man sich immer stellt, ist, wann entdeckt man diese Aktien? Und man muss es sich vorstellen, das Perlentauchen ist wie so ein Screening-Prozess die ganze Zeit und irgendwann bleibt man in so einer Aktie hängen, wenn man da drin ist. Und man versucht dann die Aktie möglichst so lange wie möglich zu halten oder eben sogar im Fokus zu behalten. Also wer nicht unbedingt den Trend handeln will und immer wieder diese Kursabschläge hinnehmen will, der handelt halt überwiegend die Bewegung, ja, wenn man das in Markttechnik ausdrücken möchte. Die Markttechnik an sich spielt bei mir nur eine untergeordnete Rolle, interessiert mich nicht so. Natürlich habe ich das Wissen darüber und das, was ich aber daraus benutze, ist im Endeffekt für mich die Volatilität spielt eine große Rolle und die Outperformance eines Wertes zu einem anderen. Ja, und eine Benchmark so weiter. Das ist das, was ich eigentlich zeige. Da, wo am meisten Performance entsteht, richtet sich logischerweise auch der Fokus der Anleger. Und die möchte ich halt dann haben. Und dann möglichst früh oder halt auch in bestehenden Sachen, Aktien, die halt so wie die Encavis AG zum Beispiel, dass ich da halt rechtzeitig mit dabei bin oder später draufspringe und langfristig dort mit dabei bin. Das, was das Perlentaucher-Tool, das Add-on mit dem Arjuna Trader, den ich natürlich dafür für diese Analyse nutze, ist für den Arjuna Trader einzigartig, weil er halt ganz tolle Signale erstellen kann, auch individuell. Und so habe ich mir halt dieses Tool aufgebaut. Es besteht im Endeffekt nur aus der Andromeda, Arjuna Trader Andromeda Version, die ich halt dann für meine Bedürfnisse so individuell angepasst habe. So kommt also meine Strategie, die ich im Kopf hatte, verbunden mit der Handelsplattform und dann mit der Ausbildung, die ich damit habe. Das heißt letztendlich, wenn man das gerne erhalten möchte, das genauso den Arbeitsplatz haben möchte, wie ich ihn habe, kann man den nicht einfach so erwerben im Margina Trader Shop, sondern man müsste mich anschreiben und dann bekommt man dieses Tool halt in einer 1:1 Sitzung, in meinem Skype-Gespräch. Stellen und da etwas nur sehen, ob es einen überhaupt interessiert oder ob es individuell auch passt, weil alles kann ich ja hier im Webinar nicht zeigen. Und dann, wenn man sagt, okay, man möchte dieses Tool haben, dann werde ich das dann auch 1:1 installieren. Moment mal, ich glaube, es ist mein Handelsplatz, der gerade offen ist. Ja, du warst auch kurz weg eben. Hat sich Ja, auch gedacht. wir haben irgendwie, sind die am Basteln an der Internetleitung bei uns. Normalerweise habe ich da eigentlich keine Probleme mit, aber scheint heute Abend etwas mehr, sag ich mal, wie weniger Upload zu sein heute. Mal schauen. Und jedenfalls mache ich das 1:1, diese Ausbildung. Das heißt, 5 Coachingstunden mit dem Tool 1:1 mit mir online, sodass man im Endeffekt sofort begreift, wie man den Arjuna Trader bedient. Und dieses Tool, mein Add-on, wird installiert. Und dann arbeiten wir halt auch mit diesem Tool, solange man das, sag ich mal, braucht. Innerhalb von 5 Stunden sollte man das eigentlich so von der Bedienung locker können. Ja, das ist halt, könnt ihr euch kurz, sag ich mal, auch in der Webinaraufzeichnung dann ansehen, was hier letztendlich von mir eingeboten wird. Es kostet 990 Euro, sind aber 6 Monate Mitgliedschaft in einer Gruppe noch mit drin und wie gesagt, 5 Stunden innerhalb individuelles Coaching 1:1. Wenn euch das interessiert, dann könnt ihr natürlich gerne unter tradercoach.de nachschauen, unter Leistungen und dann bei Coaching, da steht alles drin, nochmal genau beschrieben. Oder mich einfach anschreiben per E-Mail cb@tradercoach.de. Okay, dann hoffe ich ja, dass der Arjuna Trader besser funktioniert als Outlook heute oder PowerPoint. Davon gehe ich jetzt mal aus. So, schauen wir mal, dass wir das wegbekommen. Das schafft immer noch nicht. Das ist spannend. So. Jetzt müsstet ihr den Arjuna Trader gleich sehen. Ich wechsle die Seite. So. Wunderbar. So, ihr seht hier den Arjuna Trader. Oben steht Universe-Version drin. Bitte nicht da sich wundern. Das ist die Andromeda-Version. Ich habe Universe. Weil ich ja schon länger dabei bin, erhältlich ist nur die Andromeda und die ist dafür auch völlig ausreichend.
Wie ihr seht, habe ich hier verschiedene Reiter oben drin. Die sind auch so sortiert, wie ich in der Analyse vorgehe. Das bedeutet, ich schaue hier nach dem Marktklima. Da werden wir uns gleich aufhalten und die Indizes analysieren. Und dann schauen wir uns natürlich dann auch die Branchen an. Und von der Branche komme ich dann auf die einzelnen Screener, die halt dann die Einzelaktien auswerfen, entweder aus der Branche oder aus dem Index, den ich halt eingestellt habe. Und das gibt es jemals für Europa, also Deutschland in dem Fall, die ich ja handle, die Aktien, oder US, ja, US-Aktien. Dann habe ich hier eine Long- und eine Short-Watch-Liste, mein Depot, Handel. Wenn ich aktiv Aktien handle, dann muss ich die in den sag ich mal, Bereich schieben, damit ich dann mich nur darauf konzentrieren kann, die 4, 5 Aktien, wo ich die Position eingehe, dass ich die auch verfolgen kann, wie die entsprechenden Kurse sind oder ob sie überhaupt in den Bereich kommen, wo meine Orders getriggert werden. So, nachher zeige ich euch dann noch die entsprechende Watchliste, die ich vorgestellt habe. Da sind Branchen und jeweils ein oder zwei Aktien aus diesem Bereich. So. Warum ist denn überhaupt die Indexanalyse so sinnvoll? Also man muss sich einfach ein Bild verschaffen darüber, was gerade so in den Märkten läuft. Das ist einfach, glaube ich, sage ich mal, für jeden so eine Art, sollte es sein, wie so ein Geländer. Also das muss man eine Leitplanke hat, wo man sich ungefähr befindet im Markt, ja, und was da eigentlich passiert. Und mich interessieren ja hauptsächlich deutsche Aktien und amerikanische Aktien. Und je nachdem, in welchem Bereich dort die Performance besser ist, springe ich halt dort in deutsche Aktien hinein oder eher in amerikanische Aktien. Ja. Und natürlich ist der S&P 500 da ganz weit vorne, der FDAX, den ich analysiere, also den deutschen Aktienindex und natürlich auch Nasdaq gehört damit zu. Schau mir aber auch außerhalb, sage ich mal, in meinem Newsletter und in meinem Blog, den ich wöchentlich schreibe, auch noch weitere Indizes an, wie den CDAX zum Beispiel, der ja alle deutschen Aktien beinhaltet, um so 600, 650 ungefähr, mit mehr oder weniger Umsatz, der bei mir so als Benchmark dient, und auch den Russell 2000 und TecDAX, SDAX und MDAX natürlich auch. Heute schauen wir uns den DAX Future an, der ist ja jetzt hier schon da. Und wenn euch auffällt, dass der Chart ja im Endeffekt dreifarbig ist, dann hat das einen folgenden Grund. Also dreifarbig deshalb, das ist logisch selbsterklärend. In grünen Phasen möchte ich eher long investiert sein und in Phasen, wo entweder eine weiße oder eine schwarze Kerze ist, möchte ich eher short oder neutral sein. Neutral heißt in dem Fall, dass ich dort beide Positionsbereiche aufbaue, Long-Aktien, also Long-Aktienhandel oder halt auch Short-Aktienhandel. Den Index selber kann man natürlich auch handeln, aber für mich ist der nur Mittel zum Zweck, weil ich dann mir halt aus den entsprechenden Indizes die Aktien raussuche, die halt dann noch besser performen sollten als der Index. Das klappt natürlich nicht immer, aber das klappt halt besser, als wenn man jetzt, sage ich mal, nur den DAX an sich handelt, ja, durch die Analyse. Das, was ja viele immer beachten oder was immer bei fast vielen Webinaren, auch bei den ganz anderen Coaches, sag ich mal, benutzt wird, ist ja auch die Volatilität, die ja eine große Rolle spielt. Fear and Greed Index ist ja auch so mit bei und so weiter. Für mich spielt halt die Volatilität eine extreme Rolle dabei, weil wenn im Durchschnitt ist es im Endeffekt so, dass wenn die Kurse fallen, die Volatilität zunimmt. Und wenn sie steigen, baut sie halt langsam wieder ab. Und ihr seht ja in den grünen Phasen, dass hier die Volatilität, die hier unten dargestellt ist, im Verhältnis zum Index, die Volatilität ansteigt und dann möchte ich halt raus sein aus den Märkten. Aha. Und wenn sie da unter den Index fällt, dann ist sie niedrig, dann möchte ich eigentlich investiert sein. Und natürlich spielt es dann auch charttechnisch eine Rolle. Ja, inwiefern das dann auch wirklich ein Abwärtstrend ist, ja, und inwiefern man längerfristig dann noch short ist. Wer es verfolgt hat, wer meinen Newsletter hat, der hat wahrscheinlich auch mitbekommen, dass ja hier jetzt gerade im DAX, wie man sieht,
vor ein paar Tagen hier der ganze Index von der Einschätzung her von der grünen Phase auf die nicht grüne Phase geschwenkt hat und ich deshalb auch die Position glattgestellt habe, die ich in der Long-Bereich hatte. Darunter auch eine Warte-Aktie und TLG Immobilien, was ich hatte. Also ich habe die Position einfach rausgenommen. Ja. Konnte alle Positionen im Gewinn schließen, auch die Warte, da hatte ich Glück. 2 Tage vorher, bevor da diese Meldung kam, konnte ich die Position glattstellen, weil es halt nicht klar war, ob wir hier einen rasanten Abschwung sehen. Es hat sich nicht durchgesetzt, das ist auch völlig in Ordnung für mich, aber dass die Gefahr ist halt einfach gestiegen. Und wenn man halt noch einen zweiten Indikator hinzuzieht, nämlich das Gold im Verhältnis zum Index, dann sehe ich hier, dass das Gold, das ist ja diese gelbe Linie, ab hier anfängt drastisch zu steigen und besser zu performen als der DAX, als der FDAX. Und das ist halt ein zusätzliches Warnzeichen. Das ist jetzt nicht immer so. Man sieht ja, das Gold ist lange Underperformer im Verhältnis zum DAX. Aber an diesem Bereich hier kriegt man eine Meldung, man sollte doch mal die DAX-Aktien wegschmeißen und sich vielleicht eher für Goldaktien interessieren. Ja, da hat man eine gute Performance hinlegen können. Und das zusammen, Volatilität und Gold, ergibt dann halt eine Schlussfolgerung, dass ich sage, okay, es wird vielleicht ein bisschen dünner da oben. Ja, wir haben ja auch den Ausbruch hier oben gesehen, der hat auch wieder auf grün geschaltet, weil die Volatilität wieder geringer ist als der Index und aber so richtig performt hat er auch nicht. Ja? Also der lief eigentlich eher seitwärts. Und diese Quadrate, die hier drin sind, die sind von mir eingezeichnet, also die entstehen ja nicht automatisch, sondern die entstehen dadurch, dass ich halt mir anschaue, wo sind denn halt die Volumenbereiche, also wo ist hohes Volumen und wie verhält sich die Aktie in diesem Bereich? Im Endeffekt ist das Volumen ein Widerstand. Ja? Also die Widerstände, die mit dem Volumen unterlegt sind, haben eine ganz hohe Wertigkeit. Und von daher entstehen mir dann halt diese Dreiecke sind es ja nicht, es sind Rechtecke. Und man sieht ja hier, das Volumen war an dieser Kerze hoch und an dieser Kerze war es hoch, am Hoch. Und dann entstand dieser Bereich und deshalb haben wir sich hier einen Volumenbereich gebildet, der immer noch wieder angelaufen wird oder als Unterstützung dient. Ja, man sieht es, hier ist diese Kerze an einem Tag runtergesackt und genau bis zu diesem Volumenbereich und hat dann wieder oberhalb dieses Volumens geschlossen. Und wenn man diese untere Linie erreicht, dann wäre das so mein Targetbereich für Aktien, wo ich jetzt sage, okay, ich schaue natürlich immer auf die Aktien, was die individuell machen. Aber wenn dann so ein Bereich erreicht wird, dann weiß ich auch, okay, jetzt könnte es passieren, dass es wieder einen Rebound gibt zum oberen Bereich. Ja. Und wenn der hier oben durchlaufen wird, dann ist halt das Ziel hier unten ungefähr. Ja. Und jetzt bewegen wir uns halt in so einer Range drin und im Moment innerhalb dieses Rechtecks, sodass wir halt davon ausgehen, dass wir das nochmal antesten in diesem Bereich. Also für den DAX sehe ich eigentlich nicht so positiv, weil wir haben ja immer noch das Gold, was drüber ist. Es fällt leicht ein bisschen, sie nähern sich wieder an. Das könnte also, sagen wir mal, für eine gute Stimmung sorgen. Aber ich denke eher, positioniere mich, wenn ich überhaupt reingehe, marktneutral. Das heißt, Long- und Short-Positionen auf beiden Seiten im deutschen Markt. Ja. Wobei ich da jetzt auch nicht im FDAX investiert wäre, sondern eher in einen anderen DAX-Wert. Also einen MDAX wahrscheinlich eher, weil der etwas besser aussieht, charttechnisch gesehen. Ja, wir haben hier einen Aufwärtstrend nach Markttechnik, wer das gerne so sieht, natürlich. Aber diese Dynamik ist einfach weg nach dieser riesen Kerze, die hier hingelegt wurde an einem Tag. Da ist hier einfach Verschnaufpause angesagt. Und die Volatilität hier unten, die ist halt noch nicht so weit entfernt wie in diesen Bereichen. Und die schwankt halt unheimlich schnell. Also wenn es hier kurz bergab geht, dann springt die sofort wieder drüber. Und dann haben wir das auf jeden Fall, dass der Markt wieder Erholungspotenzial aufbauen kann. Und was mich auch so ein bisschen, sag ich mal, daran zweifeln lässt, dass es unbedingt so enorm weitergeht, ist, dass das Volumen hier oben so hoch war und dann abverkauft wurde. Und
Dann haben wir hier wieder dieses hohe Volumen, genau bis an diesen Bereich ran. Also da wird kräftig gewechselt. Und wenn am Hoch, wir sind ja hier am relativen Hoch hier oben, das sieht man ja auch am Bollinger Band, deswegen habe ich das hier auch drin, damit ich sagen kann, ist das relativ teuer oder ist es relativ billig? Und hier sind wir jetzt halt relativ teuer und auch am Allzeithoch. Und da wechselt man doch schon gerne Bestände, weil alle sagen, oh, der steigt jetzt noch weiter, ich möchte jetzt noch unbedingt dabei sein. Und bei diesem hohen Volumen am Hoch geben halt Leute gerne etwas ab an die Leute, die halt denken, es geht unendlich weiter. Und dazu möchte ich nicht gehören. Ja. Und von daher versuche ich halt, mich in dieser Phase jetzt, wenn das Volumen, die Volatilität wieder hier drüber steigt, so zu positionieren, dass ich jetzt sage, okay, ich bin neutral in den Aktien. Ja. Und das bedeutet dann wieder, dass ich mir die Branchen anschaue und sage, okay, Long nehme ich die Aktien, die stark sind, und für Short nehme ich halt die Branchen, die schwach sind, ja, in meinem Screener. Ja, der screent das automatisch durch. Und dann kann ich mir auch die entsprechenden Aktien, die den jeweiligen Branchen sofort zugeordnet sind, die kann ich halt dann auch in den Scanner reinrufen. Ja. Das sieht dann in dem Fall so aus, dass ich mir halt die Branchen anschaue. Das sind die EU-Sektoren. Die sind hier alle aufgelistet. Und dann kann ich mir sagen, okay, welche Branche, das zeige ich euch nachher, welche interessant ist. Und wenn ich sage, die und die Branche ist interessant, dann kann ich mir die hier, ja, ganz sortiert und übersichtlich EU-Sektoren hier sofort screenen lassen, also scannen lassen. Sagen wir mal jetzt Medien, spaßhalber. Dann habe ich diese Medienaktien hier drin, sortiere das mal ganz kurz nach der Trenddynamik, die ich hier eingestellt habe. Und dann habe ich die entsprechenden Benchmarks hier drin. TecDAX, MDAX, CDAX und natürlich auch die Branche Medien. Und interessiert mich dann halt nur eine Aktie, die halt oberhalb dessen, sage ich mal, notiert. Ja, meinetwegen die hier, die Scout zum Beispiel. Und dann gibt es halt die entsprechenden Timing-Einstiegssignale. Und so hat man halt immer die entsprechenden Aktien zugeordnet zu der Branche und kann dann halt sofort vergleichen, welche Aktie besser performt. Ja. Kann er sich das auch immer grün einstellen und sagen, wann sollte ich bei der Aktie dabei sein? Dann klicke ich hier einfach auf Outperformer. Und jeweils in den grünen Phasen möchte ich dann bei der Aktie dabei sein. Man kriegt das auch als Signal, wenn das Ding startet. Und wenn man hier die Performance vergleicht, kriegt man eigentlich immer ein ganz gutes Timing hin. Ja. Das ist halt eine Grundbedingung. So. Marktklima. Was macht Amerika? Ja, in dem Fall, sage ich mal, der DAX sieht nicht so gut aus. Was macht Amerika? Schauen wir mal auf den S&P 500. Der macht genau das Gleiche ungefähr, performt aber einfach besser etwas als der DAX. Ja. Und wir sehen auch hier, dass das Gold im Verhältnis zu dem S&P nicht mehr so überbewertet ist in dem Fall. Ja, es geht schon langsam wieder unter diese Performance vom S&P. Von daher ist Amerika auf jeden Fall besser anzusehen als Deutschland. Und die Volatilität ist natürlich die gleiche wie überall, weil das ist dasselbe Verhältnis. Und die Boxen, die hier sind im Endeffekt noch gar nicht getriggert worden, sondern seitdem ich die am Samstag habe ich, glaube ich, das gemacht, den Blog geschrieben, läuft der wirklich hier in so einer Range rum und genau an diesem, ja, letzten Hoch im Endeffekt und weiß noch gar nicht richtig, wo er hin will. Diese Phase ist für mich eher long im amerikanischen Markt. Der sieht halt einfach besser aus. Man muss aber auch dann wirklich explizit die Branchen analysieren, um dort eine Branche zu finden, die halt eher defensiv ist. Ja, zeige ich nachher auch die Branche, die ich da halt gefunden habe für mich, die halt gerade als auch, wo der Konflikt mit dem Irak war, sage ich mal, der sichere Hafen letztendlich ist, wo man nicht unbedingt in den Technologieindex unterwegs sein muss, der da extrem gut performt hat. Ja. Den Vorteil, den ich hier auch noch sehe, ist, wir haben hier extremes Volumen gehabt und der Markt hat sich halt darüber etabliert und schwankt halt nicht wirklich stark, sondern bleibt in dieser Range. Und solange er sich über diesen Volumen und unter dieser Volumenunterstützung, die ja vorher ein Widerstand war, wenn sie durchbrochen wurde, dann ist sie natürlich dann eine Unterstützung, bewegt noch Positives. Ja. Und hier sieht es einfach auch besser aus. Wir bewegen uns am oberen Bollinger Band, die Bollinger Bänder steigen.
Wenn wir mal den SMA 200 reinholen, der ist glaube ich gar nicht drauf, weil er so weit weg ist. Doch, da ist er. Schauen wir mal. Da unten ist er. Mit der rechten Maustaste hier in der Preisskala kann man das schön skalieren. Und da sieht man, wie weit wir weg sind von dem. Von daher könnte es auch mal kurzfristig einen kleinen Rückschlag geben. Ja. Aber im Moment ist noch alles long und von daher werde ich in amerikanischen Aktien eher mir die Long-Werte raussuchen, als jetzt hier auf Shorts neutral zu setzen im amerikanischen Markt. Nasdaq, ja, ein Technologieindex, sieht noch besser aus als der S&P, ist auch schon in diese obere Box reingelaufen. Vom Chart her und dem Volumen unterscheidet er sich nicht so viel. Ja, wir haben ja auch diese Kerze, die sieht also ähnlich aus wie beim S&P. Der Markt etabliert sich drüber, aber wenn ich jetzt hier schaue, gestern haben wir hier oben auch wieder ein extremeres Volumen gesehen. Und dieser Bereich muss jetzt erstmal überwunden werden, könnte natürlich dann auch als Widerstandszone dienen, was im Endeffekt für mich bedeutet, okay, leicht korrektiv unterwegs. Möchte ich jetzt unbedingt in diesem Bereich kaufen oder warte ich lieber, bis er nochmal zurückkommt und versuche es dann nochmal, dass das nochmal anläuft, ist die Chance für mich halt besser. Ja. Eher im Long-Bereich, aber hier im Nasdaq-Bereich eher abwartend. Mal lieber so einen defensiveren Wert nehmen. Hier sehen wir auch, dass der US-Markt deutlich besser performt als Gold. Ja. Trotzdem, wenn man Goldaktien hat in dieser Phase, wo ich weiß, dass die Volatilität relativ schnell wieder ansteigen kann, weil sie sich noch nicht so extrem entfernt hat von dem Index, schaue ich auch schon auf Goldaktien, zeige ich euch nachher auch, habe ich auch in den Bereich mit aufgenommen. Wenn wir den Russell 2000 uns mal angucken, der ist ja letztendlich ein ETF, der sich die 2000 Werte der zweiten Reihe, sage ich mal letztendlich, zusammenfasst in einem Index, dann sehen wir, dass der gar nicht so gut ist. Der sieht nicht so gut aus wie die großen Indizes Nasdaq und der S&P 500. Also wir haben hier schon das untere Bollinger Band berührt, sind zwar immer noch jetzt hier im Long-Bereich unterwegs, was die Volatilität anbelangt, performt schlechter als das Gold, das zeigt es ja auch an. Und wenn ich mir dann vorstelle, was ich für ein sinnvolles, also wirklich eintretendes Szenario handle, wenn hier ein Kurs drunter geht, dann wird sich der 20er ja so bewegen. Und dann kommen wir vielleicht nochmal zurück und dann sehen wir vielleicht das. Und wenn diese kleinen Aktien nicht mehr mitspielen, sondern wir nur noch das Geld in diese großen Aktien wie Google, Facebook und was alles da für Aktien gibt noch, Amazon und so weiter gesteckt wird und der breite Markt das nicht mehr mitmacht, dann ist da irgendwann der Ofen aus. Deswegen ein bisschen vorsichtig sein, bitte, mit euren Positionen und vor allen Dingen Branchenanalyse machen. So kann man das wirklich abfedern und sehen, wie das Geld dann auch von einer, sage ich mal, hochperformenden Branche wie die Technologieindex dann in andere Branchen geschoben wird. Und das sieht man auch am Volumen. Ja. Und vor allen Dingen, was ich hier auch sehe im Russell, jetzt schauen wir mal hier auf dieses extrem hohe Volumen am 31.12. Das ist ja klar, da werden dann halt Positionen geschlossen, sage ich mal, steuerrechtlich gesehen und so weiter. Das war ziemlich am Hoch. Ja. Und wir haben das nur ganz kurz mal paar Punkte getestet und sind halt danach stark abgefallen. Und das sieht jetzt eigentlich nicht so gut aus. Ja, selbst wenn ich den unteren Bereich designe, dann notieren wir genau da drauf. Und wenn er jetzt hier drunter sich etabliert, unter dem unteren Bollinger Band, dann könnte es sein, dass auch die anderen Indizes irgendwann folgen. Wenn nämlich die kleinen alle abverkauft werden, dann folgt meistens auch dann der, sagen wir mal, etwas größere Aktienbereich. Okay. Dann schauen wir jetzt einfach mal auf die Branchen, die ich halt sehr spannend habe und in denen ich auch Positionen habe. Und deswegen sage ich nochmal ausdrücklich, ich bin in einigen Werten selbst investiert und rate da extrem zur Vorsicht, weil mit Aktien kann man auch einen Totalverlust erleiden, das wisst ihr. Und von daher dient es auch nur als Schulungszwecke hier. Ich möchte beginnen mit der Aktie MTX und zwar ist es. Blende mal die Info ein. MTU Aero Engines. Da, wo der blaue Kreis ist, da haben wir das letzte Mal das Webinar gehabt. Und da habe ich die am Ende des Webinars gezeigt und habe gesagt, okay, mein Screener hat das mal ausgeworfen. Und das war genau die zweite Kerze. Das ist nicht das erste Signal, sondern das zweite Signal. Und da habe ich gesagt, okay, Vorsicht, Verfallstag war da.
wenn nur kleine Positionen. Aber das Aktien-Setup an sich war ein absolutes Perlentaucher-Setup. Und wenn ihr euch das Webinar anguckt, ich glaube, es war im, wann war das? Kann ich mal genau gucken. Ich glaube, 18. Dezember. Ja, genau, da war das Webinar. Könnt ihr euch gerne anschauen. Am Ende des Webinars zeige ich diese Aktie, also jetzt nicht irgendwo an den Haaren herbeigezogen. Und von daher waren das jetzt 10% bis zum Hoch heute. Heute ist ja nochmal super gelaufen. Und man hat auch nochmal einen zweiten Einstieg aus einer Seitwärtsrange, die auch nochmal als Signal angezeigt wird. Und so hätte man, wenn man hier nicht dabei war, nochmal den zweiten Move machen können und wäre mit der Aktie mit Sicherheit mindestens Break-Even rausgegangen. Also ich sag mal im Gewinn. So. Jetzt habe ich mir den deutschen Markt natürlich auch mal angeschaut und habe nach einer Branche Ausschau gehalten, die halt nicht am Hoch im Moment performt. Also die meisten Branchen letztendlich sehen alle so aus, wie hier diese Phase ganz am Hoch. Und dann ist es halt immer schwierig, wenn man ja weiß, okay, man möchte ja nicht teuer kaufen, sondern man möchte ja möglichst günstig kaufen. Deswegen kaufe ich auch nicht am Hoch, außer in Seitwärts-Ranges, dann geht das, wenn die Volatilität das mit unterstützt, dieses Szenario. Dann habe ich mir eine Branche ausgesucht und das ist Nahrung und Getränke. Ja. Und wenn man sich diese Branche mal mit was zusammenscrollt, den Chart, dann nehme ich mal die Signale raus, dann verwirren die ein bisschen. Dann sieht man ja, dass die genau auf dem 200er lang tanzt, also wie gemalt. Zack, zack, zack. Und wenn man noch weiter zusammenscrollt, dann sieht man mal, was diese Nahrungsmittelbranche von Dezember 2018 bis, oh, was haben wir, 5. September 2019 an Performance hingelegt war. Das war eigentlich die, also die Branche, die hat einfach wahnsinnig performt. Die hat einen Trend hingelegt vom Allerfeinsten. Und sowas findet man halt dann in der Branchenanalyse. Jetzt ist sie aber in der Phase, wo sie halt underperformt. Ja? Und das sieht man ganz gut in diesen Linien. Die rote Linie ist letztendlich die Branche. Und wenn diese rote Linie unterhalb des S&P oder dem CDAX notiert, dann ist sie halt Underperformer und wird halt von mir nicht unbedingt gekauft, ja? Weil ich möchte eigentlich mehr in ja, Outperformern unterwegs sein. Und hier performt sie halt einfach schlechter als der Index, dann muss man sie nicht haben. Aber was jetzt auffällt, ist, dass man halt, man kriegt natürlich im Screening auch einen Hinweis, und diese drei grünen Pfeilchen, die hier sind, das ist für mich eine Phase, da muss ich mal einen Blick drauf werfen. Und da habe ich auch im Newsletter geschrieben, glaube ich, letztens, dass die Branche ganz interessant ist und ich da halt versuche, mir einen Wert rauszusuchen. So, und das wurde natürlich unterschritten. Das ist auch nur ein Hinweis, dass ich halt in dieser Branche suche. Und aus dieser Branchenanalyse raus habe ich dann gefunden die Nestle-Aktie. Ja, da sieht man ja auch, wo diese Performance letztendlich herkam, die ich zeigte in der Branche. Das war diese Nestle-Aktie. Und die hat jetzt hier mega korrigiert und macht letztendlich das gleiche Verhalten wie die Branche, weil die wahrscheinlich auch ein sehr gutes Gewicht, ein sehr gutes Gewicht hat da drin. Wer die Nestle-Aktie da handeln möchte, das ist hier der ADR, weil ich keine Schweizer Kurse habe dafür. Das ist aber ein Beispiel auf der Kurs, weil der Chart sieht in der Schweizer Version genauso aus. In der Regel handle ich keine Schweizer Aktien oder so, sondern nur die in Xetra oder so gehandelt werden. Aber man sieht, man bekommt das Signal hier und die Branche ist auch so, bedeutet aus der Korrektur heraus, wir haben hier auch leichten Umkehrstab und von daher denke ich mal, dass sie jetzt demnächst wieder, wenn sie jetzt steigt, wird sie den Outperformance-Status haben, rückt wieder näher in den Fokus für die entsprechenden Anleger und da sehe ich halt Potenzial, wieder das alte Hoch zu erreichen und eventuell dann in der Dauer wieder vielleicht den alten Höchststand, weil die Branche ist halt eher passiv. Gegessen wird immer, getrunken wird wahrscheinlich noch mehr. Und von daher sehen wir halt auch die Unterstützung mit diesem Volumenbereich hier unten. Ja, hier war extrem hohes Volumen und da hat sich der Kurs dann auch etabliert, auch darüber vor allen Dingen heute. Und das spricht für die nächsten 2, 3 Tage eigentlich mehr für zunehmende steigende Kurse. Ja. Keine Empfehlung, rein schulischer Zweck, sage ich wieder. Und da komme ich gleich zur nächsten Branche. Und zwar, ganz interessant, habe ich mir mal das Öl angeschaut.
Wir haben durch den Konflikt mit dem Irak und so, Iran und so weiter, also ist ja extrem gestiegen. Dann hat sich das ein bisschen gelegt und dann ist das Ding hier, das Öl, extrem abgesackt. Und das ist der Uso ETF, der letztendlich in Amerika gehandelt wird. Moment, mal gucken, wo es war. Ich glaube, es ist Arca. Ja, genau, Arca-Börse. Und was hier interessant ist, ist natürlich, dass es hier der SMA 200, dass er auch wieder darauf setzt. Und die Branche war, also diese Branche war Outperformer, logischerweise. Und jetzt ist sie zwar Underperformer, ich möchte zwar nur Outperformer handeln, aber sie bringt halt hier in diesem Bereich des unteren Bollinger Bandes eventuell eine Umkehr. Ja, ein extrem hohes Volumen an dieser Kerze, an dem Tief, kurz gehalten. Und da an diesem Tag habe ich halt nach Aktien geschaut im Ölbereich und gesagt, okay, jetzt habe ich die mal auf dem Schirm und schaue, ob jetzt hier nochmal so eine Umkehrsituation kommt, ein Umkehrstab in dem Bereich. Dann muss ich auf jeden Fall die Branche Öl mal auf dem Schirm haben, um eventuell davon zu profitieren, dass sie, wenn sie ein Umkehrsignal liefert, wieder da drüber schließt. Ja. Und was habe ich für eine Aktie mir rausgesucht aus diesem Screening-Bereich? Das ist die hier. Und oh, ist ja interessant, die hat nämlich vorhin tiefer, logischerweise war sie schon tiefer als der Umkehrstab, aber sie scheint wieder in diesem Bereich zu halten. Ja, wir haben hier etwas höheres Volumen und genau an diesem Bereich zögert sie halt. Und interessant ist halt, wenn sie darüber hinausgeht und das auch von der breiten Branche mitgetragen wird, dann könnte sie auf jeden Fall nochmal in den Bereich des alten Hochs laufen, mindestens sogar an den ja, in den mittlere Bollinger Band, den SMA 20. Ja, das ist halt für mich, die habe ich auf dem Schirm und da sollte man auf jeden Fall mal drauf schauen. Sie ist ja auch Outperformer seit hier, seit diesem Bereich. Die rote Linie geht hier drüber. Da performt sie halt besser als der Index und kommt jetzt wieder genau zurück. Und jetzt wird es halt spannend zu sagen, okay, die Aktie doch jetzt aus der Korrektur eventuell wieder in den Long-Bereich gehen. Ja. Das ist natürlich auch immer, Öl ist immer so, Branche genau wie Gold ist immer ein bisschen sehr nachrichtengesteuert. Deswegen auch vorsichtig sein mit Positionsgröße, ist auch nur ein kleiner Wert. Ja, der steht hier bei 3,98. Da sind die Schwankungen, sage ich mal, etwas größer, aber der Spread ist hier ganz gering. Das sind hier ein paar Cent. 3,89, ja, wie viel sind es? 89, 2 Cent. Also es ist nicht so groß. Und im Gegensatz zum Öl, natürlich auch Gold, weil ich ja gesagt habe, Gold, was hat Gold gemacht? Das ist hier der IAU, das ist auch ein ETF, der auch an der Arca in Amerika gehandelt wird. Den nehme ich immer so als Benchmark für die Goldaktien. Und im Moment ist es so, dass er sich halt im korrektiven Bereich befindet, der Goldindex oder der Gold-ETF. Und das ist schon interessant zu sehen, dass hier am Hoch, jetzt sage ich mal, das Volumen extrem hoch ist. Ja. Diesen Bereich auch nochmal und der Markt jetzt zurückkommt und hier so eine Art Umkehrstab hat, der kurz drüber war, aber wieder drunter gefallen ist. Ja, also ich warte jetzt einfach mal ab. Entweder macht er hier nochmal so einen Umkehrstab oder er geht nochmal in diesen Bereich runter, macht dieses Gap hier mal unten zu und idealerweise hier unten nochmal einen Umkehrstab. Ja, trotzdem gucke ich mir Goldaktien an, weil sie ja normal, sage ich mal, also Outperformer sind und der Index natürlich immer etwas mit einem Zeitlag reagiert, also mit einer zeitlichen Verzögerung. Es ist wie ein gleitender Durchschnitt, weil es sind ja mehrere Aktien da drin. Und damit man nicht ganz zu spät kommt, muss man halt schon in dieser Korrektur mal nachschauen, ob nicht Aktien dabei sind, wieder die starken Aktien aus dieser Branche Gold, die dann eventuell eine Chance haben, dort, sage ich mal, nochmal nach oben zu gehen. Und da habe ich mir mal rausgesucht, einmal die RGLD. Und da habe ich ein Signal bekommen heute. Ja, und die setzt genau am 200er auf, bei 110. Das war gestern. Und hat sich heute über diesen Volumenwiderstand, der hier bei dieser Kerze sich etabliert hat, sage ich mal, drüber etabliert. Und hat hier auch selbst an diesem Tag nochmal ein etwas erhöhtes Volumen hingelegt und sich über diesen Volumen, was an dieser Kerze am Tief war, sage ich mal, gewehrt und wieder in den Bereich zurückgekehrt. Und jetzt darüber sehe ich halt, sage ich mal, Kurse noch wenigstens bis hier und vielleicht
bei zunehmender Krise doch den sicheren Hafen und der hohen Bewertung der Indexe und der Aktien in diesem Bereich bei Gold eventuell sich abzusichern. Also die Position finde ich halt spannend. Dann habe ich eine Branche, und zwar die ich halt ausgesucht habe für mich und dort zwei Aktienpositionen, die ich auch beschrieben habe schon in meinem Newsletter und auch, glaube ich, schon letztes Mal benannt habe, ich weiß nicht mehr genau. Das ist in der Pharmabereich. Und wie man sieht, bin ich hier das erste Mal aufmerksam geworden, habe dann gesagt, okay, den Sektor musst du mal screenen. Dann habe ich aber nichts gefunden, weil die Aktien, sage ich mal, nicht den entsprechenden, sage ich mal, die entsprechende Korrektur so stark mitgemacht haben wie der Index. Aber dann ging es hier in die Seitwärtsphase, habe ich zwei Signale bekommen und dort habe ich dann die Positionen aufgebaut in den zwei Aktien. Ja, das eine ist, wie man sieht, Pharmazeutikbereich und einmal ist Healthcare. Das spielt natürlich auch in diesem Bereich mit. Die Branche daraus sah ungefähr vom Chart so ähnlich aus. Deswegen habe ich jetzt hier beispielsweise nur diesen einen Chart genommen. Wenn ich jetzt hier auf die Volumenbereiche eingehe, dann sieht man ja hier extrem hohes Volumen an dieser Kerze. Der wurde halt überwunden, dann ging es weiter. Und komischerweise, ja, hier ist auch nochmal hohes Volumen an dieser Kerze, stabilisiert sich der Kurs genau in dieser Range. Ja. Und es ist halt ganz einfach, wenn hier ein hohes Volumen ist, dann sind halt alle, die da gekauft haben in dieser Range, wenn der Kurs drüber ist, im Gewinn und wenn der Kurs da drunter ist, im Verlust, ist ja logisch. Und da das meistens nicht die Kleinen sind, die da bestimmte Positionen drehen, will ich da gerne von profitieren und mit dem auf der richtigen Seite sein. So habe ich mir dann diese Aktien ausgesucht. Das ist einmal die Bristol-Myers Squibb. Das war jetzt die Phase, wo jetzt quasi der Index, also die Branche, Branchenindex tiefer gegangen ist. Und hier habe ich halt das Signal bekommen und hier bin ich halt eingestiegen. Ja, am Hoch bin ich da eingestiegen, habe relativ schnell einen Teilgewinn mitgenommen. Ja, das mache ich halt so. Das ist einfach entspannteres Handeln für mich, je nachdem, so viel Stückzahlen rausnehmen, wie halt meine Marktanalyse durch den Index bestimmt, sagt, wie viel ich da rausnehmen muss. Und jetzt ist die Position hier durch einen Stop abgesichert. Und die lasse ich jetzt hoffentlich weiterlaufen. Die hat heute auch wieder ein neues Hoch gemacht. Und ja, bin da ganz optimistisch. Zumal sie ja hier gestern, da muss man immer sehr aufpassen, wieder ein extremes Volumen hatte und fast am Hoch. Und dieser Bereich, ja, das Tief dient dann für mich als Unterstützungsbereich. Ja. Und sie hat sich über diesem Hoch etabliert. Wollen wir mal hoffen, dass das heute noch so bleibt. Wenn nicht, kann sie ja immer noch hier sich ein bisschen austoben, bis sie dann wieder weiter nach oben geht. Eine weitere Aktie, die ich mir ausgesucht habe, ist die Inspire Medical. Hatte ich genommen, weil sie halt hier, sage ich mal, in der Phase etwas früher mir ein Signal geliefert hat. Da war es der Healthcare-Index, der mich da, sag ich mal, informiert hat und bin dort halt an diesem Tag, da habe ich Signal bekommen, darüber bin ich eingestoppt worden und für mich war halt wichtig, wann etabliert er sich, sag ich mal, über dem Volumen, was hier, diesem hohen Volumen. Das ist für mich halt immer ausschlaggebend und diese Kerze war entscheidend, also das war ein Umkehrstab, zwar nicht so ein starker und von daher habe ich die Position noch gehalten, habe ja auch nochmal ein Signal bekommen. Und am nächsten Tag ist er halt drüber gegangen und dann hat die Karte, letztendlich der Chart, ein bisschen kurzfristig seitwärts eine Bewegung aufgebaut, um dann aber sehr zügig, ja, wieder rüber zu gehen. Und in dem Bereich habe ich dann die erste Teilposition, sage ich mal, verkauft. Und da oben habe ich halt die zweite Teilposition verkauft. Und jetzt bricht die Aktie nach oben aus, wie es aussieht. Ja, heute sah es Mittag sah es nicht ganz so rosig aus. Und ja, jetzt kann ich sie einfach halten. Hier unten ist der Stop drin. Der ist halt relativ weit weg, weil ich der Aktie jetzt genug Platz geben kann. Ich habe meinen Gewinn eingefahren. Der Rest ist Belohnung. Ja, ich gehe jetzt, deswegen sage ich ja mal, ich puzzle mich rein in die Aktie. Und wenn man das früh genug macht, das ist jetzt nicht so früh bei der Inspire, weil die ist halt super toll gelaufen schon, dann kriegt man halt dementsprechend, sage ich mal, seine Belohnung. Ja. Also man sieht, Indexanalyse zeigt, was sind die Phasen
Da muss man immer weiß, wo bewege ich mich da eigentlich, welches Risiko gehe ich gerade ein, wo spielt die Musik, nimmt die Volatilität zu, dann steigt die Angst, dass die Kurse fallen. Dann muss ich vielleicht mehr in den sicheren Hafen gehen, mir Aktien suchen. Das habe ich gemacht, deswegen habe ich alle anderen Positionen glattgestellt. Und dann die Branchenanalyse, dann die stärksten Aktien der stärksten Branchen. Oder die Branchen, die halt neu kommen, dort die stärksten Aktien. Also spielt da so einen richtigen Top-Down-Ansatz eine Rolle. Ich hatte ja die Warta eine ganze Zeit. Ich habe da auch einige Fragen bekommen, dass ich da heute mal zu eingehen soll. Mache ich kurz. Ich zeige hier mal den Chart. Symbol des VAR1. Warum nimmt das nicht? VAR1, da ist die Warta. Da sieht man auch den letzten Trade, den ich hatte in der Warta-Aktie. Der war vom Chart her auch super. Ja, kommt hier zurück in die Korrektur. Ich bekomme hier mein Signal relativ am Tief, bin dann hier eingestiegen, hat dann mein Target hier oben erreicht. Warum? Weil das Volumen dort hoch war und der Kurs da vielleicht in Stocken kommt. Deswegen habe ich da einen Teil meiner Position verkauft. Das hat er dann auch genommen. Leider ist es dann so passiert, dass der Kurs in Stocken geraten ist, ist aber nicht unter diesen Bereich gekommen, hat sich quasi noch über dieser Volumenzone etabliert, lief dann seitwärts, habe ich gehalten, hätte nochmal nachlegen können, dann kam aber nichts mehr. Und jetzt habe ich die Aktie da verkauft. Warum habe ich die da verkauft? Weil ich halt in den Indizes analysiert habe, dass es im Moment eher einen negativen Touch da hatte. Ja, das hat aber jetzt nichts mit der Aktie zu tun. Ich konnte da nicht in die Glaskugel gucken, sondern ich habe alle Positionen glattgestellt. Es waren 4 oder 5 Positionen, die habe ich rausgenommen. Und am nächsten oder am zweiten nächsten Tag kam halt die Meldung, dass sie da irgendwie Lizenzprobleme haben oder dass sie kopiert werden. Keine Ahnung, kann man nichts machen, außerhalb der Earnings halt. Und dann gibt es halt relativ bergab schnell. Ja, in einem anderen Depot habe ich dort diese Aktie bei 76 wieder eingebucht, zum Teil. Bei 76 bin ich rein, das würde ich jetzt aber nicht einfach so empfehlen. 76 und glaube nochmal bei 81, 50 oder irgendwie so. Also zwei Teilpositionen habe ich hier wieder aufgebaut. Ganz, ganz kleine Positionen, weil hier ist der 200er. Und wenn man mal hier genau hinschaut, dann sind hier auch Bereiche, die hier so eine leichte Unterstützung. Wir sehen hier nochmal einen Volumenbereich ganz weit hinten. Der ist jetzt nicht so hoch wie hier, wie man sieht. Ja, der ist natürlich exorbitant hoch. Wenn man das Tief hier nimmt, dann sind wir auch wieder in diesem Bereich. Also hier könnte sich der Kurs stabilisieren. Wenn er das nicht macht, dann schmeiße ich die Position sofort wieder raus, wenn er unter den 200er fällt. Ja, es muss aber mit einer sehr, sehr schwachen Kerze passieren, damit ich dort dann halt rausgehe. Also vorsichtig sein. Ja. Gegen so eine Sachen kann man sich nicht schützen. Es kann immer mal eine Unternehmensmeldung außerhalb der Reihe kommen, die Einfluss auf das Unternehmen hat oder gleiche Unternehmen der gleichen Branche, sagen wir mal, die aus der gleichen Branche kommen. Deshalb ist immer wichtig, Positionsgröße und Risiko zu steuern, ja. Und kann ich euch nur empfehlen, dort nicht immer alles auf eine Karte zu setzen, sondern wirklich die Position dementsprechend anzupassen. Jetzt habt ihr die Möglichkeit noch, wenn ihr Fragen habt, natürlich Fragen zu stellen und eventuell eine Aktie euch anschauen zu lassen, wenn ihr das möchtet. Dann kann ich mir die gerne mal in den Chart holen, dann könnt ihr dann mal meine Meinung zu hören. Und schau mal bei Fragen. Haben wir keine Fragen? Oder siehst du was, Nelson, an Fragen? Nee, im Moment hat noch kein Teilnehmer geschrieben, aber wir Ja, warten das ist noch ein paar natürlich. Sekunden. Das ist ja auch nicht schlimm. Dann haben wir umso früher Feierabend. Ja, also wenn eine, da kommt eine Frage. Wirecard. Wirecard, okay, das ist WDI, glaube ich. Genau, das ist ja auch eine Aktie, die im DAX ist, die sehr, sehr news gesteuert war. Ne? Probleme irgendwie in Asien, laufen da die Geschäfte, sind die Abrechnungen alle okay? Okay, naja, erster Eindruck logischerweise, sie ist unterm 200er. Das ist für eine DAX-Aktie, wenn der DAX, sage ich mal, einigermaßen gut performt, ja nicht so schön. Ne, weil ja, man sieht ja hier so ein Gap in dem Bereich. Dieser Bereich wird auf jeden Fall, dieser Gap-Bereich, da ist auch der 200er, der wird problematisch werden. Man sieht auch das extrem hohe Volumen hier an dem, zeichne ich mal hier ein, man klickt hier einfach drauf, dann muss man bloß einen Punkt markieren. Diese blaue Linie liegt auch innerhalb dieses Gaps. Ja,
Und das heißt, ihr habt jetzt noch, wenn ihr jetzt drin sein solltet, ja, nehme ich mal den Messer, dann habt ihr hier noch fast 8%, die ihr vielleicht erwarten könnt, dass ihr halt irgendwann da ranläuft. Wie schnell, weiß ich nicht. Ist jetzt für mich kein Wert, den ich jetzt hier kaufen würde. Ja. Bedingung für mich ist immer, dass der Abstand zwischen dem Kurs und dem 200er so ungefähr 10% sind, damit ich da noch einen Trade machen könnte. Jetzt ist er sowieso mir zu teuer. Ich kaufe den erst, wenn er, jetzt habe ich den falschen genommen, wenn er hier wieder zurückkommt. Ja, kommt da zurück und dann möchte ich einen Umkehrstab sehen. Ja. Das wäre ideal. Oder ein Powerbar in dem Sinne. Das kommt immer darauf an. Und dann schaue ich mir halt an, was passiert in dieser Unterstützungszone. Und dann sehe ich, hier ist ein bisschen erhöhtes Volumen. Hier ist erhöhtes Volumen an dem Hoch. Ja, jetzt habe ich wieder den falsch. Ich habe heute eine zittrige Hand. Moment, so. Da. Bis zu dem Bereich könnte er runterkommen. So weit wird er wahrscheinlich nicht gehen. Dann habe ich hier nochmal ein leicht erhöhtes Volumen am Tief. Ja, da könnte er ungefähr raufkommen und dann hier zurücklaufen. Also das heißt, ich würde ihn, wenn, dann erst in der Korrektur einbuchen. Mit Sicherheit sehe ich aber hier, dass der lange, lange Underperformer war. Die rote Linie ist unter den Indizes. Also ab hier bräuchte ich eigentlich keine mehr kaufen. Ja, ab hier Wirecard, bevor der große Verlust kam übrigens, interessant, dass wenn man die Aktie im Depot hat, ich angezeigt bekomme, also dieses Underperformer, dann berührt sie das untere Bollinger Band, da möchte ich sie dann auch nicht mehr haben. Also in so einen Phasen reduziere ich die Positionen, wenn ich sowas sehe, dass die Underperformer sind und ich da drin bin, dann habe ich die Position definitiv schon längst rausgeschmissen. Ja. Und dann muss man sie auch nicht mehr haben, also jedenfalls nicht auf der Long-Seite. Und für mich sind halt Underperformer eher Short-Kandidaten. Die Bedingung zwischen Short und Underperformer stimmt ja jetzt hier nicht mehr, sondern wir haben hier eine Outperformance. Aber das möchte ich halt nicht am Hoch kaufen. Ne? Wir wollen ja nicht abgefischt werden. Das kann ja auch ein Fake sein, sondern das kaufe ich aus der Korrektur. Und dann habe ich halt immer bessere Chancen, letztendlich in den Markt zu kommen. Ich kriege dann auch kein Signal angezeigt hier, weil es in dem Sinne hier zu teuer ist. Ja? Aber ich kriege ein Signal angezeigt, wenn er jetzt hier runterkommt in den bestimmten Bereich. Und dann kriege ich halt ein Signal angezeigt. Ja? Interessante Aktie auf jeden Fall, weil sie hat ja auch eine tolle Branche. Und ja, wenn ihr drin seid, würde ich sie halten auf jeden Fall. Wenn jetzt würde ich sie nicht kaufen, wäre sie mir zu teuer. Ich kaufe sie erst ein wieder bei 113 oder 10. Dann wäre es mein, wenn der Gesamtmarkt stimmt, logischerweise, interessant. Hoffe, ich konnte die so beantworten. Haben wir noch eine Frage, Nelson? Ja, hat aber weniger was mit einer Analyse zu tun, sondern vielmehr mit dem Steuergesetz und ob du selber eine GmbH hast oder andere. Nee, habe ich nicht. Nee, da muss hängt, wenn man eine GmbH hat, natürlich habe ich, was, die Coaching-Tätigkeit habe ich freiberuflich logischerweise da im Bereich des Unternehmens, aber die GmbH zu gründen, das ist mir einfach zu viel Buchführungszeug, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da, ich bin nicht so der Mann, der das gerne macht. Ich gebe auch Sachen nicht so gerne aus der Hand, sondern ich mache meine Steuer immer noch selbst. Und deshalb sage ich mir, nee, das spare ich mir einfach die Arbeit. Also das macht in dem Sinne keinen Sinn. Für mich nicht. Kann man ja machen. Eine GmbH ist schon sinnvoll, wenn man gerade am Anfang ist, sag ich mal, sich ausbilden zu lassen und eventuell viele Seminare besuchen und so weiter, weil man das natürlich dann gegenrechnen kann. Aber ich darf natürlich hier auch keine steuerrechtlichen Empfehlungen geben. Man bitte den Steuerberater des Vertrauens einfach mal anfragen. Ja, und wie gesagt, und die erste Frage war, wie du grundsätzlich jetzt mit der Situation umgehst. Hast du eine Meinung zu? Situation mit der Steuer. Ja, das ist natürlich ein ganz gravierender Einschnitt, sage ich mal, für mich nicht so, weil ich nicht so viel hedge. Also es betrifft hauptsächlich, sage ich mal, Leute, die halt Investoren sind zum Beispiel und ihr Depot, wenn es extrem angestiegen ist, dort letztendlich Hedge-Positionen aufbauen, wo sie ja dann immer die Short-Positionen im Verlust irgendwann schließen und sich dann halt summa summarum
sage ich mal, dann irgendwann Verluste von so einer Höhe aufhäufen, die man dann natürlich nicht mehr steuerlich geltend machen kann. Das ist dann schon ein Problem, auf jeden Fall. Ich selbst handhabe das so nicht. Von daher betrifft es mich nicht so sehr. Okay, der Fragesteller bedankt sich und da keine weiteren Fragen auch im Chat sind, würde ich mich an der Stelle auch bedanken. Wenn noch Fragen auftreten, dann natürlich jederzeit können Sie die Fragen an uns senden und wir leiten das weiter oder direkt an Carsten. Du kannst ja gerne nochmal deine Kontaktdaten genau einblenden, Carsten. Genau, habe ich gerade gemacht. Ja, ich Ja. bedanke mich auch auf jeden Fall, Nelson, wieder, dass wir jetzt gleich das Jahr so gut begonnen haben, sage ich mal, mit einem Webinar. Das nächste Webinar ist am 12. Februar, da aber bei CapTrader. Wie gesagt, wenn ihr da noch nicht angemeldet seid, meldet euch da nochmal an auf der Seite oder bei mir auf dem Link und dann sehen wir uns am 12. Februar wieder mit einer Watchlist. Das ist jetzt neu dieses Jahr. Ich zeige immer mal das, was gerade so aktuell drin ist. Und dann habt ihr wenigstens alle 4 Wochen mal etwas, wo ihr draufschauen könnt. Und dann können wir auch gerne darüber in den nächsten Webinaren dann diskutieren. Von daher, bis dahin eine gute Zeit und macht's gut. Super, vielen, vielen Dank, Carsten. Du hast den nächsten Termin schon genannt und dann geht es auch im März dann bei uns weiter, 18. März dann wieder bei FX Flat. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend. Danke fürs Live dabei sein. Wünsche Ihnen natürlich noch viel Erfolg für diese Woche und passen Sie auf Ihre Positionen auf und hoffentlich gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss.